Servus Freunde, herzlich willkommen. Welche Sivi-Kamera sollst du eigentlich nicht kaufen? Welche gibt es denn überhaupt eigentlich nicht? Was sind das für Kameras? Fragen über Fragen, aber hier kommen die Antworten. Also fangen wir an. Ich habe hier bereits zwei ZV-Kameras vor mir liegen. Es gibt noch weitere zwei. Aber bevor wir hier zu diesen Modellen kommen und was das eigentlich alles ist, für wem das geeignet ist, müssen wir mal hier etwas aufrollen. Wir müssen erstmal darüber sprechen, welche Lineups es bei Sony gibt. Es gibt zum Beispiel als allererstes, und wir fangen bei der ersten Reihe an, die RX-Reihe. Das heißt, das sind so GoPros-ähnliche Kameras, die, glaube ich, heutzutage wenig genutzt werden. Dann gibt es hier die ZV-Reihe. Das heißt sowas wie Generation Z, Vlogger-Kamera, ja, komischer Name, ich weiß, aber so heißen die Teile. Dann haben wir die Hybrid-Kameras, sage ich mal, oder APS-C-Kameras oder Sony Alpha-Kameras, so kann man sie auch betiteln. Das ist so zum Beispiel die 6000er-Reihe. Dann haben wir die Vollformat-Kameras, Sony A7S III, A7 IV, was ich hier gerade habe und damit aufnehme. Dann die A7C und so weiter und so fort, ja, ihr wisst ja Bescheid. Und als letztes sage ich mal die Königsklasse, das ist die Cinemaline FX3, FX6, Sony Venance und so weiter. Das sind ungefähr die Kategorien, in die ich das so unterteile oder die das so unterteilt sind. Beginnen wir mit dem ersten Modell, was vor 2 bis 3 Jahren released worden ist, und zwar die Sony ZV-1, also ZV-1. Eine tolle Kamera. Natürlich ist das alles ausgelegt für Vlogger, Content Creator oder Run and Go-Shooter. Und genauso eine Kamera ist auch die Sony ZV-1. Die hat zum Beispiel auch einen internen elektronischen ND-Filter. Finde ich richtig nice. Was hingegen zum Beispiel alle anderen Modelle der ZV-Reihe es nicht haben. Ist ein bisschen komisch. Ich hätte erwartet, dass das alle haben, aber haben es halt alle nicht. Und ja, man kann natürlich nicht wie hier bei den Modellen ein Objektiv drauf machen, sondern da gibt es 24 bis 70 mm ein Zoom-Objektiv bereits schon drauf. Ich glaube von Zeiss ist das. Ich weiß es gerade nicht. Blende ich hier alles ein natürlich. Und ja, ist eine tolle Kamera. Vor allem zum Beispiel für Top-Down-Shots ist es, finde ich, sehr, sehr gut. Oder einfach Run-and-Go. Eine kleine, kompakte Kamera zu mitnehmen. Videos machen. Schönes Bild. Macht dir nichts falsch. Tolles Bild. Dann gibt es die Sony ZV-1 F, also genau der gleiche Name, nur mit einem F dahinter. Und jetzt fragt man sich, oh krass, das ist ZV-1 Teil 2, also zweites Modell. Nee, ist es nicht, im Gegenteil, das ist sogar ein Downgrade. Ja, ein Downgrade, ja, es ist so, sage ich mal, so für Leute, oder nicht für Leute, sondern es ist ein Modell, was zwischen einem Smartphone und einer Kamera hier liegen soll. Das sind so für Leute vielleicht, die bessere Fotos oder Videos besser gesagt machen möchten als hier mit einer Handykamera. Und die Kamera hat auch am Anfang extrem viel Hate bekommen. Wirklich sehr viel Hate. Auf ganz YouTube gab es da, sage ich mal, eine Welle von Hate. Auch aus meiner Sicht gab es eine Enttäuschung. Ist eine okayische Kamera. Ich wüsste jetzt nicht, wen ich dir empfehlen würde. Um ehrlich zu sein, würde ich es eigentlich keinem empfehlen so richtig. Man macht damit irgendwie nichts richtig, aber auch nichts falsch. Ja, wenn man sie geschenkt bekommt, dann ist es cool, aber ansonsten muss es nicht sein. Also das ist meine Sicht zu der Kamera auf jeden Fall. Ja, und dann kommen wir zu der ZV-E10. Und diese Kamera, dazu habe ich gefühlt 100 Videos schon gemacht, ist, finde ich persönlich, ein brutales Teil. Man kann mit der Kamera zack, ein Objektiv dran machen, Tripod drauf und starten zu vloggen. Man kann tatsächlich mit der Kamera einfach direkt mit dem Vloggen beginnen. Warum erwähne ich das aber jetzt irgendwie so komisch? Weil, wenn du die Kamera tatsächlich jetzt mit einem Weitwinkelobjektiv drauf machst und damit anfängst zu vloggen, dann wirst du erstmal feststellen, verdammte Axt, die Stabilisierung ist nicht so gut. Und deswegen habe ich gesagt, man kann es tatsächlich machen. Man muss wissen, wie. Man muss hier Sonys Catalyst Browse nutzen. Das ist Sonys kostenloses Stabilisierungsprogramm. Und dann hast du wirklich Gimbal-Footage. Und ich persönlich finde diese Kamera wirklich einfach nur der Hammer. 6K downsampled auf 4K Bild, Picture Profiles, 8-Bit-Kamera.
Also du kannst hier in HLG 3 aufnehmen zum Beispiel. Bei 8-Bit würde ich jetzt nicht S-Log 3 empfehlen. Die interne Stabilisierung ist so lala. Man kann sie aber dazu nutzen, um zum Beispiel mehr Brennweite zu haben. Und meine A-Kamera war das hier noch bis vor kurzem. Also letztes Jahr, gefühlt fast ein Jahr her, war das meine A-Kamera mit der Sigma 30mm F1.4. Die lag dann genauso da, wo jetzt meine A74 liegt oder steht, stand meine Sony CV-E10 mit der Sigma 30mm und war meine A-Kamera. Und damit macht man alles richtig. Man muss nur wissen, wie man damit umgeht. Ich habe dazu gefühlt 100 Videos gemacht. Schau es dir gerne an. Playlist CV-E10. Man kann damit auch Fotos machen. Und warum lobe ich die so bis zum Himmel? Ja, weil die nur 620 Euro kostet. Deswegen lobe ich sie bis zum Himmel. Weil sie für den Preis, es ist eine krasse Kamera, ordne ich in die Sony Alpha 6000er Reihe ein mit nur extra Features. Deswegen, also und EWF, also Sucher fehlt hier noch, EWF. Ansonsten krasses Teil. Ja, und dann haben wir zu guter Letzt natürlich hier das Flaggschiff unter der CV-Reihe. Die CV-E1. Und ja, da fragst du dich, hey, warum hast du die eigentlich gekauft? Ich meine, ist ja klar, ne? Ich mache Content und nach der CV-E10 macht es nur Sinn, die CV-E1 zu kaufen. Und eigentlich, ich bin euch jetzt ganz, ganz ehrlich, gibt es einen Grund, warum ich die nicht hätte kaufen wollen. Aber die anderen Gründe überwiegen doch auf einer Seite. Also, das hat denselben Sensor wie die Sony A7S III. Ja, Sony A7S III, du hast richtig gehört. In Nolight 12.800 ISO kannst du einstellen, ohne Probleme. Das kann die hier auch. Ist derselbe Sensor. 10-Bit-Kamera, alle gängigen Aufnahmekodecs, die du kennst, von der A7S III oder A7 IV. Autofokussystem von der A7 R5. Züge, Flugzeuge, sonst was man noch für Sachen da erkennt, kannst du alles mit der hier machen. Dann so Features wie Auto-Framing oder IBIS auch natürlich, ja. Active Stabilization und Active Dynamic Stabilization oder Dynamic Active Stabilization. Ich weiß nicht, warum das heißt. Das kann die auch. Ein krasses Teil. Ein richtig krasses Teil. Kleiner, leichter, super Teil. Ein Review kommt noch dazu natürlich. Habe ich noch nicht gemacht. Aber ein kleiner Spoiler vorweg. Was mich halt natürlich stört und natürlich, wo ganz YouTube jetzt drüber sich auch jetzt beschwert oder ich meine, das ist, sage ich mal, die Kehrseite der Medaille. Überhitzung. Das ist ein kleines Teil, hat kein aktives Kühlungssystem, deswegen überhitzt die Kamera auch schnell. Ja, und ja, aber dazu später oder dazu mehr in meinem Review dann bei einem anderen Video oder beim nächsten Video. Das sind die Kameras. Und die CV-E10 ist, sage ich mal, für Preis-Leistungs-Shooter geeignet. Ja, wer auf Preis-Leistung steht und eine krasse Kamera will, CV-E10. Die CV-1, quasi ein Modell von dem vorher, ist so für Point-and-Shoot oder wenn es mal schnell gehen muss oder out of the box. Cooles Teil. CV-1F würde ich nicht so empfehlen. Und die CV-E1 kostet nur 2.700 Euro. Boah, viel Geld, viel Geld. Nein, A7 S3 kostet 1.000 Euro mehr. Ja, du musst das aus der anderen Sicht betrachten. Und lange Sessions natürlich ist jetzt nicht geeignet. Du kannst mit der jetzt nicht, wenn es heiß ist, also 30 Grad oder so, ne, kannst du nicht mit der jetzt 2 Stunden am Stück aufnehmen. Schafft die nicht. Aber ist auch nicht dafür ausgelegt. Trotzdem kann man mit der krasse Aufnahmen machen. Ich habe einen Motivationsfilm, Trailer, Szene oder wie man es nennt, aufgenommen, also mit der hier gemacht. Hier 2 Minuten, guck sie an. Alles mit der Kamera gemacht. Krasses Teil, krasse Bilder, alles krass. Genug gelobt, ne? Also, gute Kamera in Preis-Leistung. Ja, lass dich nicht täuschen oder irritieren, dass es ZV heißt oder dass es nur für Content-Creator ausgelegt ist. Nee, ist es nicht. Man muss nur wissen, damit umgeht. Und eine Kamera hat nun dann eine Limitierung, wenn der Nutzer nicht mehr kreativ genug ist oder nicht weiter weiß. Natürlich hat auch die Kamera technisch Limitierungen, um Gottes Willen, ja. Aber man kann auch mit der 6000er-Reihe immer noch gute Videos machen. So ist es nicht. Das meine ich nur. Ja, das war's. Wenn du Fragen hast, in die Kommentare. Wenn es dir gefallen hat, natürlich einen Daumen hoch, würde mich freuen. Ein Abonnent dazu gewinnen würde ich auch freuen. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao.